Willkommen zum neuen Teil auf Behind You. In dem Video heute geht es um eine Ghostbox-Sitzung mit einer Haunted Doll zusammen. Schaut es euch jetzt an. Ja, Mahlzeit und herzlich willkommen wieder bei uns auf dem Kanal. Wie der Marc schon gesagt hat, heute machen wir was Exklusives für euch. Der eine oder andere hat sich das von uns gewünscht und wir dachten, es ist eine verdammt geile Idee von euch. Und zwar machen wir jetzt eine Ghostbox-Sitzung mit Püppi und dem Marc. So. Und wir sind selber mal gespannt, was dabei rauskommt, weil das ist das erste Mal, dass wir das machen. Und ich würde sagen, stehen wir los. So, ich habe nämlich noch was zu erwähnen, ganz wichtig. Drehen wir mal um. Weil ich möchte nämlich heute wissen, ob wir Kontakt mit der Haunted Doll bekommen können, ob wir irgendwelche Antworten bekommen können oder ob wir irgendwie eine Präsenz in den Raum holen können, die mit der Haunted Doll zusammen in Verbindung steht. Die einen oder anderen kennen ja schon die Videos mit der Haunted Doll. Wir haben schon Überwachungsvideos. Wir haben damals euch die Geschichte gezeigt, wie wir sie bekommen haben, was wir damit schon erlebt haben. Ganz spannende, creepy Klamotten. Und das ist jetzt halt das Video, wo wir zusammen mit der Ghostbox halt arbeiten wollen. Auf jeden Fall super spannend, Leute. Super spannend. Stein mal los. Ich krieg das auch damit. Aber okay. Ich lasse mich davon gerade nicht beeindrucken. Nein. Ist alles gut. Okay, super. Da schreibt einer einen Schatten. Also. So. Okay, als erstes möchte ich jetzt fragen. Die Ghostbox, die wir ja als Medium nehmen für Kontakt zum Jenseits. Ich bitte jetzt, wenn wir jetzt mit dieser Box arbeiten, dass wir Antworten bekommen zu Haunted Doll oder auch irgendwo jegliche Fragen, die wir haben, dass wir die geantwortet bekommen. Wenn jemand da ist, bitte gib mir irgendein Zeichen, irgendeine Antwort deiner Präsenz, dass du da bist. Irgendeine verstorbene Seele, irgendeine Präsenz positiver Art. Gibt es jemanden, der uns zu der Haunted Doll Auskunft geben kann oder darf? Was? Gut geraten oder guten Abend? Also guten Abend wäre jetzt echt übel. Schreit. Wer schreit? Die Doll schreit oder was? Wer schreit? Schreit die Haunted Doll? Boah, ich laufe die ganze Zeit auf und ab hier. Ey, ich schwör's euch, Leute, ich bin echt ein bisschen nervös gerade, ich bin ehrlich. Bin zwar immer eine coole Sau, aber das ist jetzt gerade so eine Kombi, ne? So Haunted Doll und Ghostbox, die schon ein bisschen creepy ist, ey. Latsch die jetzt in die rum. Du kannst uns jederzeit irgendein Zeichen oder jeglicher Art geben, wie du es möchtest. Alter, was? Ich hab's jetzt richtig mitgekriegt. Nein. Beten? Nein. Und die Lampe ging an. Nein. Hab ich jetzt richtig mitgekriegt. Und das ist das Kreuz. Und das ist das Kreuz. Wo ist das Kreuz, ey? Okay, beten. Ey, harte Sache. Harte Nummer, Leute, ich schwör's euch. Ganz harte Nummer. Wow, jetzt habe ich Adrenalinschub. Angst empfinden. Angst empfinden, ja. Hat voll recht, ey. Ich hab voll Gänsepelle schon wieder. Ja, klar. Aber die Frage ist, Angst empfinden. Empfindet die Haunted Doll Angst? Oder ist das das Empfinden, was wir haben? Scheiße, Alter. Ist das übel. Was? Ich hab's nicht mitgekriegt. Finden Sie mich oder was? Oder finden Sie mir? Ja, irgendwie sowas. Weißt du, was ich viel interessanter finde, ist, dass die Lampe dabei ausging. Oh,
Leckofalle, ey. Was? Oh, ich weiß gar nicht, welche Fragen. Ich bin gerade ein bisschen aus dem Konzept. Wir möchten Informationen zu Haunted Dollar haben. Wenn du da bist, gib mal irgendein Zeichen, jeglicher Art. Alter, was? Was war das denn jetzt? Das habe ich nicht verstanden. Wenn ihr das verstanden habt, schreibt es in die Kommentare. Ich verstehe das auch momentan, das ist total schlecht. Aber das war wieder passend, ne? Komm, ich film nicht mal dabei. Glaubt ihr da keine Sau hier? Ja, guck mal, du musst mal von hier das Ganze mal einfach mal betrachten. Das ist schon heftig. Wenn du das Ganze von hier mal so betrachtest, diese ganze Szenerie. So, jetzt frag ich mal. Oh! Wirklich nicht? Jetzt frag ich mal. Und da kam aus Antwort wirklich nicht. Warum darf ich dich nicht fragen? Was hat es damit zu tun? Ich möchte dich was fragen. Wer bist du? Ansonsten hier. Kann dir auch ein Kreuz in die Nähe halten. Wer bist du? Hast du was mit der Haunted Doll zu tun? Genau, hast du was mit der Haunted Doll zu tun? Okay, ich nehme das Kreuz weg. Hast du was mit der Haunted Doll zu tun? Ich habe mit Kreuzen an der Hand. Guck mal. Hast du was mit dieser Haunted Doll zu tun? Traust du dich nicht? Oder darfst du nicht? Leg mal das Kreuz wieder weg, seitdem du das Kreuz okay, in der Hand okay, hast. Okay. So, Kreuz ist weg. Gib mir jetzt ein Zeichen. Okay, provozieren das nicht. Was? Bist du noch anwesend? Okay. Ich versuch mal was, Martin. Hat letztens auch funktioniert. Guck mal, jetzt hast du direkt Kontakt. Ich bin jetzt viel näher bei dir. Gib mir mal irgendein Zeichen, dass du noch da bist. Oder ist eine andere Seele anwesend? Wenn noch irgendeine Seele anwesend ist, kann jemand jetzt mir... Alter, was? Nee, ne? Ich hab meine Finger, Leute, sagt Finger. Wie krank ist denn das? Jetzt habe ich echt Pelle wieder. Okay, ich lege hier nochmal meine Finger drauf. Wenn noch irgendeine Seele anwesend ist, kann die jetzt mit mir in Kontakt treten. Du hast meine Finger schon richtig... Oh Gott, Leute. Ey, Leute. Cool bleiben, okay. Okay, bei dir alles fit hinten? Alles gut. Okay, so, meine Finger sind hier. Du hast das gespürt, dass ich in der Nähe bin. Ja. Oh, Alter. Ich schwör's euch. Ich hab so Gänsepelle gehalten. Ich hab's nicht verstanden. Gräueltaten? Was für Gräueltaten? Hat das was mit unseren Gräueltaten zu tun, Martin und mir? Beten. Weißt du, Gräueltaten. Weißt beten. Du, was ich meine? Dass die Gräueltaten für die sind, dass wir beten. Dass wir glauben. Dass es für die negativ ist, dass wir glauben. Das ist ja eine dunkle Seite. Dass es für die eine Gräueltat ist. Dass wir glauben. Dass wir glauben, an Gott glauben und beten. Sollen wir nicht an Gott glauben? Sollen wir besser an dich glauben? Sollen wir an dich besser glauben? Leuchtet mal die ganze Zeit die Lampe.
Sollen wir, ich leg mal meine Hand drauf, okay? Alter, verrotten. Ey, so eine Sitzung habe ich schon lange nicht mehr gehabt, ne? Das ist total übel gerade, aber richtig übel. So eine Sitzung habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Wie geht's dir gerade? Ich bin ein bisschen geflasht gerade. Leg mal mit deiner Hand bitte drauf. Okay. So, jetzt haben wir beide die Hand drauf. Warte mal. Was machst du denn jetzt? Das ist ein Scherz, oder? Ob das eine gute Idee ist? Hey, das ist keine gute Idee, ich weiß dir. Das ist keine Beerdigung. Beerdigung. Holter. Du weißt, dass die Puppe verbuddelt war? Ja. Bitte vergessen. Was soll das? Alter, das wird immer creepiger gerade. Die Beerdigung vergessen? Was sollen wir vergessen? Was sollen wir vergessen? Leute, das ist so krank gerade. Durch das Mani. Was sollen wir vergessen? Weißt du, wer das ist? Das sind wieder Zahlen. Wir wissen nie, was die Zahlen auf sich haben. Was sollen wir... ich bin gerade ganz auseinander. Was haben die Zahlen zu bedeuten? So dunkel. Meinst du, bei der Beerdigung, wo du beerdigt worden bist, war es so dunkel? War das so dunkel, wo du beerdigt worden bist? Okay, ich leg meine Hand wieder drauf in Kontakt. War das so dunkel, wo du beerdigt wurdest? Oh, guck dir die Augen an, Martin. Ja, als wenn sie dich anstarren würde. Die starrt genau in die Kamera. Guck mal. War das bei deinem... Alter, ist das widerlich. War das bei deiner Beerdigung so dunkel? Siehst du, was ich mit der Haunted Doll gerade mache? Bist du noch anwesend? Ich glaube, der Kontakt scheint abgebrochen gerade. Kannst du noch ein letztes Mal ein Zeichen geben? Ansonsten beenden wir die Sitzung. Okay. Da bedanke ich mich für diesen Kontakt und für deine Sitzung. Und wünsche dir alles Gute. Danke dir. Danke. Dann mach mal Licht an, bitte. Mach mal Licht an. Jo, Leute, ich muss mich jetzt setzen. Ja, ich warte mal. Hier kannst du nicht sitzen. Warte ich nochmal hier das Licht an. Ich wollte mich hier gerade auf einer Haunted Door setzen. Also, mega creepy. Jetzt setze ich mich mal dahin, wo Martin immer sitzt. Oh. Ganz ehrlich, leck mich am Arsch gerade. Also die Sitzung, die war creepy. Sie war verwirrend. Weißt du, und jetzt ist der Punkt, weißt du, wo ich mich dann immer aufrege, wenn dann halt Leute sagen, ja, das ist ja Zufall. Ey, diese Zufälle, die gibt's nicht. Die sind zwar extrem, die Zufälle. Also ich leg die Hand, ich dreh mal rum, ne? Ich lege meine Hand auf die Ghostbox und in dem Moment kommt Finger. Die Wahrscheinlichkeit ist so, dass du im Lotto gewinnst. Ja, ich packe die Püppi mal wieder. Ja, das ist so wie ein Lotto gewinnen, weißt du, als wenn du im Lotto gewinnen würdest. Und diese Wahrscheinlichkeit gibt's nicht. Die ist zu hoch. Das passen dann zu der Sache, wenn du eine Frage zur Ghostbox halt stellst, dass dann eine passende Antwort auch einfach zukommt. Das geht nicht, Leute. Also, Martin bringt gerade die Haunted Doll weg. Einfach zum Schutz, damit wir hier ein bisschen wieder den Raum so ein bisschen sauberer kriegen. Willst du noch was zum Vorfall sagen, Martin? Ich muss das gerade erstmal selber verarbeiten. Vor allem, ne? Muss ich mir das Video mal jetzt gleich nochmal angucken. Ja. Vielleicht verstehen wir das eine oder andere, was wir gerade nicht verstanden haben. Ja. Also, schon krass, es ist die Sitzung. Ja, vor allen Dingen dunkel, Beerdigung. Finger fand ich das Allerschlimmste. Ich leg den Finger drauf und Finger und sowas. Und auch die Präsenzlampe, die an ausging dabei bei der Sitzung. Über die Arbeit habe ich immer noch nicht verstanden. Nee, ich auch nicht.
Ja, wir wissen auf jeden Fall, die hat irgendwie eine Kontaktform. Leute, das war wieder mal eine richtig heftige Sitzung mit Haunted Doll und der Ghostbox. Und schön, dass ihr wieder reingeschaut habt bei Behind You. Hast du noch was zu sagen? Außer Sprachlosigkeit beidseitig. Ich hab momentan. Heftig. Leute, wenn ihr auch ein paar Sachen verstanden habt, die wir vielleicht nicht richtig verstehen konnten, schreibt es einfach in die Kommentare und lasst uns zusammen das Paranormale forschen. Euer Team von Behind You, haut rein. Haut rein, bis dahin.